Auf der ISPO 11 in München darf natürlich auch die richtige Sportmode nicht fehlen. Grund genug, da mal nachzufragen. Wir sind jetzt bei Löffler Premium Sportswear und bei mir begrüße ich den Herrn Hetzeneder. Herr Hetzeneder, wo gehen die Trends allgemein im Bereich Sportbekleidung hin? Ja, wir bei Löffler beschäftigen uns mit Ausdauersportarten wie Langlauf, wie Running, wie Radfahren. Und da spielt natürlich Leichtigkeit und hohe Atmungsaktivität, also eher technische Materialien, eine große Rolle. Und da haben wir auch unsere Innovationen für diese Messe dabei. Herr Hetzeneder, Urban Style ist ja eine ganz neue Linie, die sich immer größerer Nachfrage erfreut. Wie schafft man das denn, die ideale Kombination aus Funktionalität und Style? Das ist ein bisschen eine heikle Frage, aber der Trend geht auch im urbanen, sprich großstädtischen Bereich dahin, dass einfach die sogenannte Outdoor-Bekleidung einen höheren Stellenwert bekommt. Die Menschen wissen aus diversen Erfahrungen bei den Reisen, bei den sportlichen Aktivitäten, dass sich viele Bekleidungsstücke auch für den normalen Alltag zunehmend bewähren. Und sie suchen danach, und das ist ein Ausdruck der, wie soll ich sagen, modernen sportlichen Lebensform. Die Funktionalität spielt in der Sportmode eine immer größere Bedeutung und die wird gewährleistet durch den Einsatz neuer Materialien. Welche sind denn das? Ja, wir haben jetzt ganz neu bei der Messe dabei Gore-Tex Active Shell. Das ist eine neue Gore-Tex Materialgeneration. Die Laminate werden auf eine ganz neuartige Weise hergestellt. Da sind wir bei den ersten 10 Herstellern dabei. Und wir haben hier für unsere Sportarten die ganz neue, leichte Jacken, die nicht nur wasserdicht und winddicht sind, sondern auch vor allen Dingen atmungsaktiv. Das heißt, Tragekomfort pur. Sowohl beim Sport als auch natürlich für die normale Freizeit bis hin zum Beruf. Abschließende Frage noch, Herr Hetzeneder. Wie ist Ihre Bilanz bisher? Wie zufrieden sind Sie hier mit der ISPO 11? Wir sind sehr zufrieden. Die Messe ist sehr gut besucht, wie immer. Also die wichtigste Messe für den Sportartikelmarkt weltweit. Und wir sind, für mich ist es die 33. oder 34. Messe. Somit kann ich das ganz gut beurteilen, aber die Händler sind positiv gestimmt, ein guter Winter, gutes Wintergeschäft und somit sind auch die Aussichten für die Orderrunde der kommenden Saison sehr positiv. Und Löffler hat noch einen, ja, sagen wir, Lotto-Sechser gemacht und wurde als bester Lieferant ausgezeichnet vom deutschen Sportartikelhandel für das Jahr 2010 und da sagen wir Danke und freuen uns drüber. Ja, freuen wir uns auch, gratulieren natürlich und bedanken uns jetzt für das Gespräch. Herr Hetzeneder, alles Gute noch auf der ISPO 11. Ja, wir danken auch für den Besuch und auch Ihnen alles Gute da. Liebe Zuschauer, das war's von uns für den Moment hier von der ISPO 11. Mehr News und Trends von der Messe finden Sie auch auf unserer Website messelive.tv. Auf Wiedersehen.